In diesem Modul wollen wir uns einmal um das Thema Dateien hochladen, bereitstellen, zur Verfügung stellen, kümmern. Und da haben wir natürlich hier einmal die Kacheldateien. Allerdings beginnt hier auch schon der erste Irrtum, denn hier in dieser Kachel werden wir die Dateien nicht hochladen können, sondern haben nur eine Übersicht über unsere aktuellen zur Verfügung stehenden Dateien. Hier oben haben wir den Reiter Ansicht und hier können wir natürlich einmal sehen, welche Dateien wir zuletzt verwendet haben, wie die Dateien heißen, welcher Typ das ist, wann wir sie verwendet haben und wo der Speicherort des Ganzen ist. Zudem haben wir hier oben rechts nochmal die Möglichkeit, die Liste zu aktualisieren und über die weiteren Optionen haben wir hier die Möglichkeit, die Datei in Teams zu öffnen, im Browser zu öffnen, in der Desktop-App zu öffnen, sie herunterzuladen oder auch einen Link abzurufen. Und mit diesem Link können wir dann auf die Datei zugreifen. Das Ganze haben wir einmal für Microsoft Teams. Und dadurch, dass die Datei natürlich auch auf dem SharePoint liegt, haben wir hier auch nochmal die Möglichkeit, auf den SharePoint-Link zuzugreifen. Somit haben wir hier nur die Möglichkeit, auf unsere zuletzt verwendeten Dateien, hochgeladenen Dateien, was auch immer da zutrifft, zuzugreifen. Im nächsten Punkt, Microsoft Teams, ist es vom Prinzip ähnlich, weil wir hier natürlich auch die gleichen Optionen haben. Wir können hier oben auch wieder die Liste aktualisieren und der Aufbau ist annähernd gleich zu dem, was wir eben gesehen haben. Allerdings befinden wir uns hier nur in den Dateien, die in Microsoft Teams zur Verfügung stehen, was wir dann hier auch anhand des Speicherortes sehen. Wenn ich einmal zurückgehe auf zuletzt verwendet, haben wir hier natürlich auch die OneDrive-Anbindung. Wir haben hier zum Beispiel etwas, was nur eine SharePoint-Seite ist. Das könnt ihr jetzt auf den ersten Blick nicht sehen, ist aber im Endeffekt eine SharePoint-Gruppe, die ich gestern eröffnet habe. Heute habe ich da eine Datei zu hinterlegt. Und ansonsten haben wir hier einen bunten Mix aus dem, was uns zur Verfügung steht: Teams, SharePoint, OneDrive. Und unter dem Reiter sind wir wirklich nur in unserem Teams unterwegs. Bei Downloads haben wir dann natürlich nochmal die Möglichkeit, uns anzuschauen, welche Dateien wir uns heruntergeladen haben, wie heißt die Datei, wann haben wir sie heruntergeladen, wie ist der Status, wurde zwischendurch was abgebrochen oder nicht. Und wir können uns natürlich auch hier den Ordner für die Downloads anzeigen lassen. Hier haben wir zum Beispiel sogar noch die E-Mail liegen. Das war eine E-Mail, die ich zu Testzwecken eingebunden habe. Damit wären wir auch schon im Reiter Ansichten durch. Und der nächste Punkt, der Cloud-Speicher, bekommt eine eigene Lektion und die schauen wir uns dann im weiteren Video einmal an.